Heute Nacht hat der YouTube-Kanal Apple Turtle die 100 Abonnenten geknackt. Und dafür bin ich euch wirklich unendlich dankbar. Ich habe mir ja eigentlich als 100 Abonnenten-Special eine zweite Folge des Formates Frag Fabis ausgedacht. Jedoch gab es da in der Produktion zeitliche Verzögerungen. Ich verspreche euch aber, dass dort eine zweite Episode bald kommen wird. Und ich würde sagen, mit einer Schreibtischstuhl legen wir dann direkt nach dem Intro los. Viel Spaß! Mein Schreibtisch-Setup folgt dem Motto weniger ist mehr und das gefällt mir auch unglaublich gut. Einige würden sagen, dass es langweilig aussieht, aber ich finde das definitiv nicht. Viele Leute unterschätzen immer wieder, wie wichtig doch ein bequemer Schreibtischstuhl ist. Schließlich sitzt man mehrere Stunden am Tag vor seinem Schreibtisch. Mein Modell hört auf den Namen Markus und kommt aus einem schwedischen Möbelhaus. Er lässt sich ganz einfach kippen und gefällt mir wirklich sehr gut. Ich nutze einen Schreibtisch der Marke Paidy. Der Schreibtisch begleitet mich schon seit meiner Grundschulzeit, ist aber immer noch ausreichend für meine Bedürfnisse. Über meinem Schreibtisch hängen dann noch zwei Regale von IKEA, auf denen eine Pflanze, eine Tasse aus New York und meine einzigen beiden Bücher in meinem Zimmer stehen. Unter den Regalen ist dann noch eine Uhr, damit ich auch immer weiß, wann meine Videos online gehen. Und unter dieser Uhr steht mein riesiger 34 Zoll Monitor. Es ist der 34 UC99W von LG. Dieser Monitor ist so groß, dass man, wenn man ihn das erste Mal sieht, aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Der Monitor unterstützt zwar gerade so keinen 4K, jedoch reicht die Schärfe absolut aus. Aber mit irgendetwas muss dieser Monitor ja auch befeuert werden. Mein Rechner ist das MacBook Pro 13 Zoll aus 2019, das in nächster Zeit hoffentlich gegen ein 16 Zoll Modell ausgetauscht wird. Aber kommt Geld, kommt MacBook. Das MacBook steht in einem iPad-Ständer, der aber auch für das MacBook einen stabilen Halt bietet. Als Eingabegeräte nutze ich die Apple Magic Maus und, mein Magic Keyboard kommt erst nächste Woche an. Neben meinem MacBook steht der Apple HomePod. Ich bin super zufrieden mit ihm und höre über ihn so gut wie all meine Musik. Mein Kabelmanagement ist absolut gelungen, denn man kann aus keinem erdenklichen Winkel meines Zimmers irgendein Kabel sehen. Denn unter meinem Schreibtisch ist eine Heizung, die alle Kabel hinter sich verschwinden lässt. Das USB-C-Kabel von meinem MacBook zu meinem Monitor wird von meinem HomePod verdeckt und die Kabel am Monitor sind hinter dem Standfuß fixiert worden. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser kleine Einblick in mein Schreibtisch-Setup gefallen und würde mich wie immer sehr über ein Abo freuen. Ich bedanke mich nochmal wirklich dafür, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und kann die 1000 Abonnenten gar nicht mehr abwarten. Dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja in einem meiner nächsten Videos schon wieder.